Die Szene mit dem Whisky bitte nochmal. Nochmal? Nochmal. Das war voll, als Macht wir nichts. angefangen haben. Macht Ich nichts. kann gleich nicht mehr. Oh nee. Letztes Mal. Endlich am heimischen Fliegenbindetisch. Ja, unschwer zu erkennen, ne? Ich war im neuen Indiana Jones. Aber keine Sorge, das wird schon ein Fliegenbinde-Video, ne? Aber ich baue mal schnell die Kamera um. So, da haben wir umgebaut. Das Rauschen, was ihr so ein bisschen im Hintergrund hört, das ist der Ventilator. Sonst halte ich es hier nämlich nicht aus. Ich kann euch eins sagen, vergesst die ganzen Kritiken, ne? Vergesst die Kritiken, der Film war super. Der Film war super. Und deswegen, wie ihr hier seht, binden wir heute, darf man auch nicht allzu ernst nehmen, natürlich, eine Indie-Fliege. Ne? Mit Peitsche und Hut. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was braucht ihr? Ihr braucht Moosgummi. Da schneidet ihr euch mal erst so einen breiten Streifen, das Ding ist 1,5-2 mm dick. In den breiten Streifen stanzt ihr mit einem 10er Locheisen. Können wir das sehen? Ja. Stanzt ihr euch eine Scheibe aus. Das mache ich jetzt mal hier, ohne dass ihr das seht. So. Scheibe. Loch. Dann nehmt ihr ein 4er Locheisen und stanzt da noch mal ein Loch rein. Das sieht dann so aus. Zu guter Letzt nehmt ihr wieder den soeben abgeschnittenen Streifen, macht hier Klebstoff drauf. Ich habe Sekundenkleber drauf gemacht und dann rollt ihr das so auf. Ein, zwei Sekunden festhalten und ihr erhaltet solch einen Zylinder hier. Noch einen langen, dünnen Streifen abgeschnitten von dem braunen Moosgummi. Und ihr habt alles, was ihr für die Peitsche braucht. So, und dann wollen wir mal loslegen hier. Haken ist eigentlich vollkommen egal, ist ein Gammakatsu F316. Die Verpackung hier noch irgendwo, da. Da siehst du, F314 ist es. Und los geht's. Ich hätte schon gesagt, dass der Film so geil war. Hammer. Hammer war der. So, warte mal, da drücken wir mal ein bisschen hier rüber. So, dann stellen wir nochmal neu scharf. So, und jetzt nehmt er. Macht doch mal erst die Grundwicklung. Dürft ihr natürlich nicht so ganz ernst nehmen hier, ne? Das ist keine Fliege zum Fischen. Das ist einfach nur eine Fliege für Spaß an der Freude. Als Fan. Darf man das hier mal so ein bisschen rollen, dass der spitz wird.
So ungefähr so lang, wie ihr die Peitsche haben wollt. Mitte des Hakenschenkels. Ungefähr. Da fangen wir jetzt an und binden unseren ersten Part hier mal ein. Das darf noch so ein bisschen zu euch rüber gucken. Das muss nicht ganz oben drauf sein. Ja, und dann machen wir uns den Knauf hier unten dran. Wie er sich bei Indies Peitsche gehört. Den müssen wir erstmal rüberlegen hier. So. Jetzt sind wir gerade nur an dem Griff der Peitsche. Ihr nehmt euch ein Stückchen von dem, was ihr jetzt überhaupt. Von der Peitsche. Von dem, was hier vorher dran war. Und bindet das hier mal mit ein. Weil der Griff hat ja am Anfang und am Ende so einen Knauf, ne? Schaffen uns ein bisschen Platz. Das soll uns reichen. Überstand wieder ganz dicht hier abschneiden. Da wollen wir hinterher nichts von sehen. So. Peitsche mal ein bisschen biegen, dass sie auch geschwungen aussieht hinterher. Ja, so ist sehr gut. Und dann kommt schon der Hut. Ihr nehmt euer zuvor geformten kleinen Zylinder und schneidet den mal erst so im 45 Grad Winkel ab. Dabei ist es gar nicht verkehrt, wenn die Naht. Könnt ihr die sehen? Ja. Wenn die Naht nach hinten zeigt, in die Richtung, und ihr dann so im 45 Grad Winkel abschneidet. So. Und jetzt setzen wir unseren Hut auf. Ruhig auch erstmal von der Seite anhalten. Der rutscht nämlich gleich hoch. Schön einbinden. Jawohl, ja. Und unser zuvor ausgestanzten Ring ziehen wir da jetzt oben drüber. Dazu gehen wir mit einer Pinzette einmal dadurch öffnen. Festhalten und dann ziehen wir das Stückchen drüber. So. Die Pinzette hilft euch auch deutlich hinterher, die Hutkrempe auszurichten. Und jetzt sieht das Ganze ja noch aus wie ein überdimensionaler Zylinder, ne? Das heißt, wir schneiden da mal noch ein Stückchen ab. Ja. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Da vorne können wir noch ein bisschen vielleicht runter. Mal gucken. Wer jetzt nicht das passende Moosgummi hat, da war mal ein Handy drin verpackt. Ihr seht da. Das habe ich mir einfach auch rausgestanzt und gestanzt und zugeschnitten und dann im wasserfesten Stift braun angemalt. Geht genauso. Habe ich davon noch was hier rumfliegen? Nee, habe ich gerade nicht. So, im Grunde genommen fehlt nur noch der Kopfknoten.
Den mache ich aber lieber mit meinem Kugelschreiber. Da mache ich nämlich nur einen halben Schlag hier drüber und wiederhole den ein paar Mal. Da komme ich so wunderschön mit unter die Hutkrempe. Ne? Hier, da seht ihr, vom Anmalen gerade habe ich noch Farbe am Finger. So, einen letzten. Vielleicht fische ich dir auch mal die Fliege. Aber wartet nicht drauf. Ne? Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Jetzt machen wir nämlich noch ein bisschen Sekundenkleber da drauf. Auf das Ganze hier unten. Im Grunde genommen ist es eine Parachute aus Moosgummi. Ne? Sonst nichts. Wenn es haltbarer sein soll, kann man hier natürlich den Hakenschenkel vorher noch mit ein bisschen Dubbing versehen. Wenn man dann den Sekundenkleber drauf macht, wird das natürlich eine Einheit. Ne? Aber mir ging es jetzt eben um diese Schaufliege, sonst nichts, als Attribut an vielleicht den allerletzten Indiana Jones. Ne? Der allerletzte mit Harrison Ford. Und einen anderen brauchen die meiner Meinung nach auch gar nicht einsetzen. Also ich hoffe, ihr habt dabei Spaß gehabt und das nächste Video ist dann auch wieder ganz ernsthaft. Ganz sicher. Bis zum nächsten Mal. Ciao.